Da ich auf Reti Beach Wiederholungstäter bin, werden wir recht herzlich willkommen geheißen. Ich bin mit der Insel wieder rasch vertraut. Dennoch lasse ich mir die Inselbegrüßung nicht entgehen. Ein Willkommensdrink und kleine Häppchen verkürzen die Wartezeit auf das Abendessen. Wir starten unseren Tag mit einem Omelett. Frisch werden diese zubereitet, wobei man die Zutaten selber zusammenstellen kann. Als Abschluss gönnen wir uns auch mal eine süße Speise oder lassen uns noch eine Palatschinke zubereiten. Und trinken noch eine Tasse Tee. Den ersten Tauchgang am Tag starten wir immer beim Tauchsteg. Das ist zwar ein Anfängerplatz, aber mit den versenkten Gegenständen hat man dennoch einige nette Plätze. Unmittelbar nach dem Abtauchen findet man eine kleine Korallenformation im Sandboden. Hier haust eine fotogene Muräne. Jedes Mal, wenn ich mit meinen Lampen näher komme, reckt sie ihren Hals weiter aus ihrem Loch heraus. Sogar wenn ich meine Position verändere, dreht sie sich mit mir mit und sieht weiterhin ins Objektiv. Auf ca. 18 Meter Tiefe liegt ein alter Ofen versenkt. Hier verstecken sich gebändete Scherengarnelen zwischen den Ritzen. Nicht nur, dass die Garnelen tief in den Öffnungen des Ofens versteckt sind und daher manchmal nur schwer zu finden sind, liegt auch noch eine Riesenmoräne im vermutlich alten Backrohr und verdeckt die Sicht auf die Garnelen. Narben rund ums Maul zeigen, dass die Moräne schon zu manchen Kampf geführt hat. Gegrillten Fisch mit Salat und Beilagen zum Mittagessen. Oder wir bedienen uns aus dem reichlichen Angebot bei den vorgefertigten Speisen. Beim Malediven-Corner mit den Curry-Speisen kann ich wie immer leicht vorbeigehen. Ich gustiere lieber bei den Nachspeisen. Dieses Mal hat der Papagei keinen Ausgang bei der Inselbegrüßung bekommen.
Dennoch ist er nicht einsam, da noch ein zweiter Vogel mit ihm im Käfig sitzt. Reti Beach hat eine eigene Gärtnerei. Die Blütenpracht in Reti Garden ist noch immer wunderschön. Aber nicht nur Zierpflanzen werden gepflegt, sondern auch Tomaten für den Salat werden angepflanzt. Wie kleine Drachen sehen sie aus? Bei uns würde man Eidechsen dazu sagen. Tatsächlich sind es Blutsauger-Agame. Reti Beach ist eher eine Pärcheninsel. Überall im Urwald findet man Hinweise von Hochzeitsreisenden. Die Uhren auf Reti Beach schlagen anders. Eine Stunde vor Mahlezeit beginnt der Tag auf Reti Beach. Somit werden die Sonnenstunden optimal ausgenutzt. Reti Beach misst gerade einmal ca. 600 x 200 Meter. Am Nordende der Insel liegen die Wasserbungalows. Wenn wir jetzt die Ostküste entlang Richtung Süden spazieren, sehen wir die drei Stege. Zuerst der Steg zur Mudu Bar. In der Mitte der Insel liegt der Tauchsteg. Beim südlichsten Steg, dem Menchete, sind wir angekommen. Gleich hinter den Palmen dort liegt die Rezeption. Ein Beachvolleyballplatz ist in der Nähe von der Wassersportstation. Viele Wege führen nach Rom. Oder wo man sonst hin will. Wegweiser zeigen einem den Weg zu den Bungalows. Ob das immer der kürzeste Weg ist, kann man nicht wirklich sagen. Aber es ist egal, ob man im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn die Insel abgeht, man ist meist ziemlich gleich schnell beim Ziel. Der Spa-Bereich ist relativ teuer. Daher verzichten wir auf eine Massage. Wir kommen aber auf unserem Weg zur Basis oder zum Abendessen immer daran vorbei. Schmuckvoll werden die Tröge mit Wasser jeden Tag aufs Neue verziert und mit Blüten ausgelegt. Wir starten bei Einstieg 3. Bojen zeigen uns den Weg zur Riffkante. Gleich beim Rausschnorcheln begegnet uns ein Riffhai im flachen Wasser. Bei Flut könnte man fast überall zur Riffkante rausschnorcheln. Bei Ebbe würde man aber doch etwas an den Korallen schrammen. Wir haben die Riffkante erreicht und schwimmen sofort inmitten von Fischschwärmen. Sogar Schnorchler könnten die Vielfalt beobachten. Seltsamerweise sind wir beide oft das einzige Bodyteam, das an der Westseite die Steilwand abtaucht. Einmal fragt uns sogar ein anderer Inselgast, ob man hier tauchen kann. Gebänderte Scherengarnelen sitzen in so manchen Ritzen. Also man muss sich schon etwas Zeit nehmen und in die kleinen Öffnungen sehen. Man darf sich jetzt keine großartigen Highlights erwarten. Aber am ganzen Riff findet man ständig irgendeine Kleinigkeit zum Filmen. Mit ausreichend Licht kommen auch die Farben gut zur Geltung. Manchmal hätte ich dennoch gern eine stärkere Lampe. Lediglich der Preis und das Transportgewicht hält mich immer wieder von einem Kauf ab.
Jeden Abend um 18 Uhr findet beim Tauchsteg eine Rochenfütterung statt. Nach den Tieren kann man die Uhr richten. Jetzt aber los! Bis an den Strand lassen sich die Rochen mit den Wellen treiben, damit jeder einen Brocken abbekommt. Knietief steht ein Einheimischer im Wasser und wirft den Rochen aufgeschnittene Fische zu. Wo bleibt der Nachschub? Mehrmals muss noch Fisch nachgeholt werden, damit jeder seinen Happen abbekommt. Und wie immer wartet auch ein Zaungast, ob nicht ein kleiner Brocken für ihn abfällt. Wenn man nicht mehr nachtauchen geht, kann man bei der Sunset Bar bereits mit dem Deko-Bier beginnen oder einen Cocktail of the Day genießen. Wir lassen unseren Blick in die Ferne schweifen und beobachten den beginnenden Sonnenuntergang.